Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zum Tagesorakel für Mittwoch, den 3. Juli 2025. Und ich nehme hier von Linda Giese das Tarot der neuen Zeit. Alle Informationen zu meinen Karten, wie ihr mich findet mit meiner WhatsApp-Telefonnummer, mit meiner WhatsApp-Nummer bitte nicht anrufen, ihr Lieben. Schickt mir eine WhatsApp. Dann antworte ich euch. Findet ihr in der Infobox, um diesen Satz noch zu beenden. Die vier der Münzen ist das Klammern und wir haben natürlich hier, die muss ich einfach rausnehmen. Und ich lasse sie auch genauso liegen, wie sie hier rausfallen oder rausfallen möchte, ist die Bube der Kelche. Der Bube der Kelche. Wir haben die acht der Kelche, wir haben den Hohepriester und wir haben die Königin der Münzen. Und drunter haben wir die zwei der Münzen. Diese Klammerkarte, das spüre ich hier ganz deutlich. Das ist ein Klammern, was jetzt neu losgelassen wird. Das ist wieder ein toller Satz, ne? Also der Bube der Kelche, die Buben sind immer die Nachrichtenüberbringer, sind aber auch die Kinder. Die Kelche sind die Gefühle. Das heißt, hier kommt ein unbeschwertes, neues Gefühl. Die Karte der vier Münzen ist in Schieflage. Diese Energie arbeitet. Dieses Klammern wird losgelassen, weil der Bube der Kelche jetzt sich mit dem neuen Gefühl beschäftigt. Und dann geht es hier mit den acht der Kelchen in eine neue Zukunft. Und schaut mal, ihr geht ja hier in Richtung Hohepriester. Und der Hohepriester ist eine von drei Schutzkarten und er schaut dir zu. Er schaut dir zu, wie du gehst. Du hast einen Stock genommen, den er eben auch hier in der Hand hat. Vielleicht hat die geistige Welt hier dir diesen Stock gegeben zum Stützen. In jedem Fall hast du deine Schuhe gebunden und du gehst in eine unbekannte Zukunft. Hier sieht man nicht, wie es um die nächste Ecke aussieht. Möglichkeiten. Das ist das, was kommt. Ich nehme von Giro Marchetti das Gilded Treasury Kartendeck. Und das sind zwei Kartendecks. Eins mit Zusatzkarten und eins ohne. Und wir haben die Wege. Das Haus. Der Herr. Das Kind. Neuanfang. Oh. Puh. Also egal, wie du dich entscheidest, es ist in jedem Fall ein Neuanfang. Hammer, oder? Ich finde es ja wieder, es ist fantastisch. Und wir haben von Kessel, von. Wieso komme ich jetzt nicht auf die Gestalterin der Karten? Ich sag's euch, wenn es mir einfällt. Wir haben auf jeden Fall die Kipperkarten. Und die wollen so fallen. Genau so. Es ist so, als wenn hier was aus dem Orakel rausfällt. Seht ihr das? Von hier oben, hier runter und dann geht es diesen Weg. Und wir schauen uns jetzt jede einzelne Karte an. Wir haben hier den angenehmen Brief. Ich lasse die Karten bitte so liegen, auch wenn sie nicht ganz zu sehen sind. Wir haben hier die männliche Hauptperson und das große Wasser und wir haben hier die Zusammenkunft. Auf den Herrn ist gefallen die Metamorphose. Ist das nicht der Hammer? Sprachlos. Die Gedanken, das Bündnis. Dieser Mensch hat sich verändert. Das ist das, was ich hier schon sagte. Der hat dieses Klammern aufgehört. Er ist seine neuen Wege gegangen, seine Wege ins Herz, seine Wege ins Zuhause. Auch wenn er nicht wusste, wie seine Reise aussieht. Und er ist hier wirklich richtig rausgefallen. Die geistige Welt hat ihn beobachtet, hat, und das hier ist das Orakel deines Gegenübers, egal ob männlich oder weiblich, das spielt keine Rolle. Wir haben hier den Herrn in der Mitte der Legung und er schaut auch zurück, er schaut auf den Weg, den er gemacht hat, zu sich. Das Haus steht immer für dich als Person, für ihn als Person. Und er hat sich verändert. Die Metamorphose ist die Transformation pur.
Die geistige Welt hat ihn beobachtet, wie er seine Schritte gegangen ist. Und er hat, die geistige Welt hat immer wieder darauf geachtet, dass um die Kurve, dass er klarkommt, dass er weitergeht, dass er nicht aufgibt. Die haben ihn begleitet, diesen ganzen Weg. Und die Zusammenkunft ist das, das Aufeinandertreffen zu sich selbst. Wir haben hier mit dem großen Wasser und der männlichen Hauptperson, dass er hier mit dem großen Wasser in das ruhige Fahrwasser gekommen ist. Der große Wasser ist die letzte Karte der Kipperkarten. Das ist der Punkt, der Schlusspunkt. Er hat hier seinen Schlusspunkt erreicht. Er hat seinen Kompass genommen und ist seine Wege gegangen. Ich würde jetzt am liebsten diese Karten, diese sechs Karten komplett hier rübernehmen, aber dann wäre ja die Transformation in den Neuanfang getrennt und das will ich nicht. Ich soll zusammenbleiben, weil dieser angenehme Brief ist seine Nachricht, dass er jetzt weitergehen kann. Und dann kommt er nämlich so transformiert, wie er ist. Das hier ist der nächste Schritt, ihr Lieben. Dann bringt er seine Gedanken in den Neuanfang. Wir haben hier das offene Buch zu dir. Du bist seine Königin der Münzen. Die Münzen stehen für die Stabilität, für das Gefestigtsein. Und du bist diese wunderbare Energie der gefestigten Königin oder des gefestigten Königs. Und er bringt seine Transformation jetzt wirklich ganz sanft zu dir. Ich fühle nichts Brachiales hier, nichts, was wirklich durchbricht, sondern dieser Durchbruch, das ist alles hier passiert und das ist bei ihm passiert. Er geht jetzt hier auf Herzebene in den nächsten Schritt, in den Neuanfang. Er öffnet das Buch und er lässt den Regenbogen raus. Und nicht nur das, er lässt den Regenbogen weitergehen. Das hier ist der nächste Schritt, das hier ist die Zukunft. Und in der Zukunft haben wir hier zwei Möglichkeiten, die Unendlichkeit und die andere Möglichkeit, soll ich sagen. Es ist nicht die kurze Möglichkeit, das ist total falsch gesagt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. In jedem Fall kann das hier ein Drahtseilakt für ihn sein, wie die Karte das zeigt. Ich möchte es euch zeigen hier. Und darunter haben wir die 10 der Kelche. Das ist die absolute emotionale Wunscherfüllung. Und das ist die andere Möglichkeit. Nein, das ist auch, beide Möglichkeiten gehen in diese 10 der Kelche. In dieses Bündnis. Und es muss hier nicht um romantische Liebe gehen. Ich will gar nicht mehr näher darauf eingehen. Ich will diesen Moment nicht kaputt machen. Ich will diese Energie nicht kaputt machen mit irgendwelchen Erklärungen, die total jetzt fehl am Platz sind. Hier geht es darum, ums Händereichen. Es geht darum, hier in die Fülle, in die Höchste, in die Absolute. Das hier ist eine Erhebung. Das ist die Fülle in den Wolken, soll ich sagen. Und das geht hier mit dem offenen Buch und dem Regenbogen, der ja wirklich weitergetragen wird in den Neuanfang. Unfassbar viel ruhige, hier ruhige Energie, weil er so ruhig geworden ist, weil er diese Ruhe, diese Transformation weitergibt. Weil er dieses tiefe Gefühl hat, es ist alles, es ist jetzt alles gut, er kann jetzt zu dir kommen. Das ganz tiefe Gefühl ist hier. Und du bist für ihn die Person, mit der er in diese Energie kommen kann. Nur du. Weil du auch seine Energie teilst, weil du schon hier in dieser Ruhe bist. Ich möchte jetzt hier von Toni Salerno noch die Karten. Ich lasse sie gerne darauf regnen und wir schauen mal, worauf denn die Energien fließen. Hallo. So, wir haben hier, Moment, ich muss das erst sortieren. Die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Er sitzt ja hier auf seinem, ich möchte es euch nochmal zeigen, auf seinem Stuhl.
Und er ist transformiert und er kommt jetzt zu dir. Eine große Liebe steht vor der Tür. Und hier steht: Folge der Stimme deines Herzens. Und das wirst du tun. In diesem freien Raum hier ist gefallen: Ich liebe dich. In diese Zusammenkunft mit sich selbst ist gefallen Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. In der Beziehung zu sich selbst hat er schon diese Veränderung, diese Transformation durchgelebt. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Das ist das, was er jetzt dir bringt. Und jetzt schauen wir mal auf diese 10 der Kelche, die sich ja hier auch nach oben bewegt haben. Und ich habe gesagt, das sind die Kelche, die im Himmel sind. Sexuelle Vereinigung, die gehört dazu. Die gibt das gute Gefühl. Und das gilt jetzt wirklich nur für die romantische Liebe hier liegt. Es muss nicht um die romantische Liebe gehen. Das sage ich noch mal ganz deutlich. Jetzt möchte ich aber noch sehen, was ist denn hier in der Wahrnehmung, im Bewusstsein? Was dürfen wir da noch wissen? Wir haben die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Du hast das manifestiert. Du hast daran gearbeitet, dass dieser Mensch in seiner Transformation wieder zu dir kommt. Und das passiert jetzt. Auf Herzebene haben wir, dein Hilferuf ist angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Es wird in Erfüllung gehen. Du wirst erfolgreich manifestieren. Und in deinem Unterbewusstsein haben wir das Bündnis und da haben wir die Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Hier geht es darum, die Bedenkzeit zu haben, wenn er sich gezeigt hat mit seiner Transformation. Ich soll noch mal sagen, dieses Ich liebe dich liegt ganz auf seinem Weg. Er ist in seine Selbstliebe gekommen. Das ist so wichtig. Die Selbstliebe ist der Kern allen, was du nach außen trägst. Ich wollte es noch mal deutlich sagen. Jetzt schauen wir noch nach. Och, Leute, habe ich nicht gerade gesagt, erfolgreiche Manifestation? Wir haben den Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Ein Happy End mit dem, was du dir hier manifestiert hast, was du dir hier gewünscht hast. Und das seit so unfassbar langer Zeit. Ich bin fertig. Ich liebe euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.